Lakaien, öffnet die Tür für mich. Klopf, klopf, habt ihr nicht gehört? Ja, sehr gut. Mach mal auf. Sie kriegen Bowser. Was geht, Bros? Platz da, ihr Wichte, es ist Zeit für meinen Auftritt. Aber ich frage mich, wieso Cammy Cooper mich wohl gerufen hat. Ja, wenn ich das mal wüsste. Durchzug. Es wird kalt. Euer Finsterkeit, Cammy Cooper wird jeden Augenblick hier sein. Ich bitte um Vergebung, aber würdet ihr wohl so lange am Ende des Saals warten? Du hast mir gar nichts zu sagen. ich hab eine Stahlrüstung, Feuer macht mir nichts. Ach, warte, Mutter, nee, hatten wir schon, brauchen wir nicht mehr. Cammy Cooper wird jeden Augenblick hier sein, ich sag genau das Gleiche. Ich hab immer noch eine Stahlrüstung, das macht mir nichts. Ach, die sind alle komisch. Hallo. Ich hab mal gesehen, wie Bowser ein süßes Foto von Prinzessin Peach in der Mitte. Oho. Also wie er das so anschaut, sah ja aus wie... Verschlagenheit. Hä? Was redest du da über mich? Ach gut, dass er so dumm ist und nichts gehört hat. Boah, ihr werdet alle abgefackelt. Was geht bei dir, Bro? Schlagbarkeit. Ich trainiere jeden Tag hart für die größte Welteroberung. Bitte denkt an mich, wenn es ernst wird. Sehr schön. Vergiss mir dabei nur nicht die Arbeit. Ja, hi. Das war ein Video. Was ist denn los hier? Sind keine weiteren Minions? Hallo, du Minion. Lange lebe König Bowser. Warum sagst du mir das? Euer Gradlinigkeit, bitte einfach geradeaus bis zum Ende des Saals. Gradlinigkeit. Boah, ich finde das so geil, wie die den ansprechen immer, ne? Oh, das hat so richtig geile Sachen noch hinterher. Später mit Cammy wird das so geil. Seid mir gegrüßt, euer Schreckhaftigkeit. Als ob ich mich erschrocken hätte. Voll geil. Die ist schon außer Atem. Verzeiht, dass ich euch habe warten lassen. Es war eine lange Reise. Cammy Cooper, du alte Hexe. Sag schnell, warum wolltest du mich sprechen? Bleibt bitte ganz ruhig, euer Rastlosigkeit. Also, unser Freund Mario wurde angeblich in Rohlingen gesehen, so hört man. Was? Was interessiert mich, was dieser Mario treibt? Und du wagst es, mich wegen so einer Lappalie zu stören? Hört mir zu, Bowser. Man sagt, Mario ist auf der Suche nach einem Schatz. Ein Schatz, sagst du? Er sucht wohl nach den Sternjuwelen, sternförmige Edelsteine, so sagt man. Wer ist Mann? Warum sagen die alles? Ich versuche gerade etwas über diese Steine herauszufinden. Aber ich vermute, sie sind ziemlich wertvoll. Sternjuwelen? Die soll ich mir krallen, wenn sie mir zur Weltherrschaft verhelfen können. Halte mich über den Fortschritt der Untersuchung auf dem Laufenden. Sehr wohl, verlasst euch auf mich. Euer Vollschlankheit, mögt ihr eigentlich Rührei? Boah, ja, Rührei bockt, ey. Lecker. Ich liebe Rühreier, aber warum fragst du? Nun, die Landschaft im Feuertal ist einfach unvergleichlich schön. Und so dachte ich, wir könnten dort alle zusammen ein Picknick machen. Es wäre mir eine Ehre, euch dazu zu begrüßen, euer Maßlosigkeit. Dumpfnuss! Das ist nicht die Situation für ein Picknick. Mit solchen Untergebenen werde ich nie die Weltherrschaft erlangen. Beruhigt euch doch, euer Reizhaftigkeit. Was ist denn? Was? Ist das wahr? Ey, bleib mal ruhig. Eure Jähzornigkeit, es ist etwas Furchtbares passiert. Prinzessin Peach ist in Rohling entführt worden. Was? Bist du ganz sicher? Wer wagt es? Diese Rohlinge. Einzelheiten sind mir noch nicht bekannt. Aber Rohlinge kann man im Laden kaufen. Aber meine Untergebenen führen im Augenblick genaue Untersuchungen durch. Sicher ist jedenfalls, dass Prinzessin Peach entführt wurde. Prinzessin Peach über meinen Kopf hinweg zu entführen? Niemals, unter keinen Umständen kann ich so etwas zulassen. Wir müssen sofort los, auf nach Rohling, wir müssen Peach retten. Damit ich sie entführen kann. Und damit ich sie selbst entführen kann, genau. Oh, ich stecke mein Bowser-Mobil. Damit bin ich sowas von mobil. WLAN. Ui. Türen besitzt er auch nicht, oder? Ja, ich muss einfach meinen Besen aus der Besenkammer holen.
Euer Waghalsigkeit wartet doch auf mich. Power Blues. Bowser hat gewonnen. Na, speichern wir nochmal, dude. Noch Ich bin geblendet. Kupio, du willst also mit Mario auf Wanderschaft gehen? Ja, Vater. Ich will mit Mario zusammen dieses Abenteuer fortsetzen. Und ich will ein starker Koopa werden, so wie du, Vater. Gut gesprochen, du bist eben ganz mein Sohn. Vergiss nur eins nicht. Du bist mein Sohn, Kupio, und ich bin dein Vater. Seems legit. Kupio, ich werde auf dich warten. Ich werde warten, bis du als gereifter Koopa zu mir zurückkehrst. Ich hab dich gerade voll getisst, aber egal. Und denk dran, du kannst immer hierher kommen, wenn du etwas brauchst. Nur keine falsche Bescheidenheit. Schließlich ist dies Dorf deine Heimat. Danke, vielen Dank. Aber jetzt müssen wir los, das Abenteuer ruft. Ich bin soweit, Mario. Wohin geht die Reise? Lass uns zunächst einmal nach Rohling zurück. Erinnerst du dich, Mario? Hast du die magische Karte, so musst du sie vor dem Millionentor entfalten. Ja, und 2 Stunden warten. Dann wird das Sternlicht dir zeigen, wo das Sternjuwel zu finden ist. Es gibt noch eine Fortsetzung zu diesem Spruch. Ein Juwel zeigt dir den Weg zum nächsten Sternjuwel, so ist es überliefert. Wenn wir also mit dem Sternjuwel zum großen Tor zurückgehen, werden wir dann auf der magischen Karte sehen, wo das nächste Sternjuwel ist? Ja, das muss es sein. Los, lass uns gehen. Der Kupio ist ja voll cool. Der hat voll den Durchblick. Ja, auf jeden, der checkt sowas von die Lage. Hast nicht mal ein Cooperblatt geholt, ey. Ja, warum auch? Brauche ich ja auch gar nicht. 3 BP. Boah, ist das Magic. Wie viel haben wir 10, ne? Das ist nicht mal ein Drittel. Und das kostet nichts. Ja, und? Ich kann auch ins Cooperhaus gehen. Ich habe einen Coupon. Ich habe einen Hotelgutschein. Genau, ich kann immer kostenlos bei Coopers. Du siehst aber jetzt nicht wieder alle Gumbas, ne? Nee, habe ich nicht vor. Was ist los, Mario? Du zitterst ja. Ist dir nicht gut? Doch, eigentlich geht's mir gut. Das ist die Vibrationsfunktion. Ach, eine Mail? Aber von wem? Warte, bevor du vorliest. Ich habe ja gesagt, achtet darauf, wie lange Peach schreibt. Jetzt lest euch mal diesen Text. Ja, das war voll kurz und jetzt schreibt die Megatexte. Lieber Mario, ich hoffe, diese Mail erreicht dich auch. Finstere Gestalten haben mich entführt und halten mich fest. Ich weiß nicht, wo sich ihr Versteck befindet. Meine Bewacher sind wohl hinter der Karte her, die ich dir geschickt habe. Mit Hilfe dieser Karte wollen sie sich anscheinend die Sternjuwelen aneignen. Ich weiß nicht, was diese Leute planen, aber ich habe ein übles Gefühl. Mario, die Sternjuwelen dürfen diesen Typen nicht in die Hände fallen, hast du verstanden? Sie wissen schon, dass du die Karte hast, pass also gut auf dich auf. Um mich mach dir keine Sorgen, Peach. Ist das etwa eine Mail von Peach? Also geht es Peach gut? Ah ja. Aber die Entführer der Prinzessin sind auch hinter den Sternjuwelen her, oder? Ja, exakt, Kupio, du hast es gut erkannt, Monsieur. Müssen wir mal gucken, wann die sich das erste Mal zeigen. Crap, warum ist denn der Goomba schneller als ich? Ich wollte gar nicht gegen den kämpfen. Kannst ja mal flüchten, das hast du ein bisschen lange gesagt. Ach, wofür? Ich springe auf den und lass Kupio den Rest machen. Das geht schnell und gibt immerhin noch 4 Punkte. Mein Gott, wen juckt's? Ja, mich sowieso nicht. Aber weißt du, was geil ist? Ich krieg gleich einen epischen Ordendolch. Das läuft doch bei mir. Wie ein Länderspiel. Warum sage ich das eigentlich noch? Die WM ist vorbei. Dum, 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 dum. Nein, geh mal weg, bitte. Lass mich einfach hier in Frieden sterben. Seit wann sind die Goombas schneller als Mario? Seit wann sind alle schneller als ich? Ich hab voll Schiss, ich trau mich hier gar nicht lang zu laufen. Orden? Ja. Den kaufe ich mir gleich. So. Ich dachte, du findest ja nicht so geil, dass du Orden, weil dann hier schon der so geil ist. Nö. Ich krieg gleich einen geilen Orden. Du kannst für mich. Aber jetzt eine gewisse Person besuchen gehen. Du hast sie mal erwähnt. Die Sterntante Dame? Na, die kommt später, die will ich jetzt noch nicht machen. Wieso nicht? Kein Geld, guck. Hast du nur 50. Ernsthaft? Ja. Ich dachte, es kostet 150. Ach, Quatsch. Also das Maxi-Package, ne? Ja, sicher, das andere lohnt sich nicht. Ich weiß aber nicht mehr genau, wo die war. Da. Hier? Ja. Okay, gut, dann gehen wir erst hier hin. Ah, wie cool, ich wusste es nicht. Ich wäre sowieso noch hier hingegangen, aber nicht jetzt. Ich hätte jetzt erst was anderes gemacht. Was für ein Mann kann man sich denn kaufen, der geil ist?
Für mich? Es gibt eigentlich nicht viel. Oh, guck, du. Ach so, der. Ja, den hole ich mir gleich. Ach so, die Tante ist die geilste. Hallo, du, geht's dir gut? Traurig oder frohgemut? Süße Merli, man mich nennt. Keine hübsche, man kennt. Großen Zauber ich vermag, aber nicht umsonst, ich sag. Das Glück war heut dir sehr, hat dich gebracht hierher. Mein Zauber dir sehr helfen kann, doch keiner weiß, ob oder wann. Ich hoffe, dass er was tut. Meine Reime sind echt voll wack. Nun, willst du es wagen und hören, was die Karten sagen? Ja, natürlich. Hervorragend, genial, auf welchen Spruch fällt deine Wahl? Am besten der mit der höchsten Zahl. Einkommensteigerung. Ja, aber der ist auch der geilste. Natürlich nehmen wir den Spezialspruch, das ist der beste. Wir sind bereit und jetzt ist es soweit. Da war kein Reim, aber ich hab... Klar war das ein Reim. Du warst bereit und weit. So weit. So weit bereit ist von lame. Ja, du bist auch lame. Boah, schon. Sie hat uns in einen Würfel gesperrt. Dreht uns jetzt. Die will gucken, ob wir einen auf... hier, wie heißt er? Der sich immer aus allen Entfesselungen selbst befreien kann. Diese Entfesselungskünstler. Ja, ich habe vergessen, wie er heißt. Ich bin mir sicher, vor meiner Macht nehmen sich deine Gegner in Acht. Bin ich mir auch. Selbst wilde Bestien werden weichen, beim Anblick meines Zaubers erbleichen. Also gut, bis später dann. Wir sehen uns wieder irgendwann, wenn ich mir neue Reime ausgedacht habe. Bestimmt. Mal ganz im Ernst, ich hätte als Gegner auch vor der Schiss, wenn die mich in so einem Blechkasten sperrt. Ist gar kein Wunder. Ja. Da oben können wir auch noch hinkommen. Ich habe schon gesehen, wie. Nein, hast du nicht. Doch, habe ich wohl. Ja, ich auch. Ja, das ist gut. So, als erstes möchte ich mir den Orden holen. Vorher mache ich nichts sonst. Den KKK-Orden. Genau. Das bist du so komplett weiß. Ich habe ja noch erzählt, dass wir diese komische blaue Tante hier, die stand ja vorher hier hinter der Absperrung da. Jetzt können wir allerdings mit der quaken. Gestatten? Wunkelbar. Ich sah eine Sternspiel. Alter, das ist ein Kerl. Je mehr, desto besser. Haha, ich dachte, das wäre eine alte. Du? Hast du welche? Ich tausche sie gegen Orden. Also, wollen wir tauschen? Na klar, wollen wir tauschen. Welchen Orden möchtest du haben? Das sage ich dir jetzt. Mario, einen seltsamen Ton, daneben, Glück gehabt, Herzilein P, Blumensegen, was ist das, die BP regenerieren sich langsam während des, nein, Sammlerglück nach einem gewonnenen Kampf findest du öfter Items, nöp, Herzfinder, mehr Herzen, nein, Blumenregen ist wahrscheinlich dasselbe nach Blüten. Schnellwechsel braucht man auch noch. Schnellwechsel, den könnte man sich wirklich auch noch holen. Das ist gut, weil wir müssen nämlich sonst im Taktikmenü, wenn wir unseren Partner wechseln wollen im Kampf, müssen wir sonst die Runde des Partners so gesehen verschwenden für den Tausch und mit Schnellwechsel brauchen wir das nicht. Hat man ja schon gesehen. Er ist ja Wayne. Das will ich ja nur noch mal erklären für den Fall, dass da jemand nicht drauf geachtet hat. Was haben wir hier? Jede Attacke, die BP kostet, wird um 1 günstiger und das gibt's auch für Partner. Und das ist der geilste. Und Kraft Plus, das ist echt extrem heftig. In meinem Speicher habe ich, glaube ich, 6 Stück von den Tigern angelegt. Ja, Dolch hat immer voll viele davon abgefarmt. So, jetzt gibt's den KKK-Orden. So, den Kuckuck-Orden. Tausch gegen 7 Sternsplitter. Um den Orden zu tragen, benötige ich 2 OP. 2 nur? Ja, ist doch perfekt. Ich bin schon dabei, sie möchte noch mehr tauschen. Ja, was haben wir denn hier noch? Gegnerische Angriffe auf Mario gehen manchmal daneben. Nope. Daneben verhindern gegnerischen Erstangriff. Nein. Nope. Beim Angriff erzeugt Mario ein seltsamer. Ist das nicht dieser Metallton? Ja. Clear! Der hat auf jeden Fall mehr Stil als diesen Frosch, den lege ich gleich erstmal ab. Der nervt mich bestimmt. Ja, nein, du musst beide gleichzeitig anlegen. Nein, das ist voll dumm. Doch im Kampf. Ich hasse diesen Frosch. Ich hasse den Frosch-Sound, der stört mich voll. So, Kuckuck anlegen, Fortuna P brauchen wir nicht. Den lege ich ab und den lege ich an. Kannst du trotzdem anlegen. Ich lasse den jetzt aber aus. Hör auf, mir ins Spiel zu funken. Was ist das denn hier? Achso, den hatten wir ja auch. Stimmt, den brauchen wir aber nicht. Nein. Aktive Orden können wir auch anzeigen lassen. Items, der Hotelgutschein, ja. Ja, wichtig, extrem. Jetzt haben wir hier erstmal Gumbrina wieder auswählen. Die Mademoiselle. Was hatten wir hier drin? Ach ja, hier war ja... mehr lieblich. Mehr lieblich, genau. Ah, oh, musste ich lachen, wie witzig die so, ist. Jetzt zeige ich, wo der Orden ist. Der geheime Orden. Der geheime Geheimorden. Geheimnisvolle... Nein. Nein, ich sag es nicht. Sag einfach gar nichts. Na, okay. So, endlich wieder Single-Let's Play hier. Ohne Dolchs coole Synchro-Stimmen. Nein. Daneben, du da Schmuck. Nein, links, runter. Da. Ja, das ist Bena mit den 2 Kojoten da. Muss ich ganz hoch? Ein bisschen nach links.
Ungefähr ein Jahr da. Genau. Aha, found it. Glück gehabt. Beyblade. Gegnerische Angriffe auf Mario gehen manchmal daneben. Lauf. So, und den hast du, und den kannst du jetzt sogar annehmen schon. Der verbraucht nur einen. Ernsthaft? Mhm. Hä, warum ist denn der so OP? Ne, zwei verbraucht. Du hast mich getrollt. Lass sie mich trollen. Ja, am Arsch. Das kannst du voll knicken, bra. Kuckuck ablegen. Hör auf damit. Stop it, ich werde sie nicht ablegen. Ja, du kannst gleich ein Erinnerungsfoto mir und doch machen. Genau. Das kann ich im Übrigen auch machen. Wie lange ist Aufnahme? 56 Minuten. 56, what? Dann mache ich hier nach eine Pause. Oder mache ich hier vorne Pause? Ich würde auch lieber sagen. Ich wollte gerade sagen, weil er kommt nämlich noch gleich Gequatsche genug und meh. Ich bin ein altes Block. Hier ist doch irgendwo ein Safe-Block, oder nicht? Oder ah, hier. So, dann nehmen wir diesen Speicherblock, um hier erstmal eine Pause zu machen. Oder zeige ich erstmal, was hier oben noch abgeht. Ah ne, da oben sind gar keine Items mehr, ne? Nein. Ah, ich denke mal, dass da was ist. Aber ich meine, da, oder ist da, nicht, nee, da ist kein Schwert. Komm, wir gucken das einfach nach. Scheiß drauf. Aber da oben ist eine Shine Sprite. Ja, dann nehmen wir die doch erstmal noch mit. Shine Sprite. Weil ein bisschen Zeit haben wir ja noch, dann brauchen wir den ganzen Part jetzt nicht so verschwenden. Weil wenn die gleich anfangen zu quatschen, die Mademoiselles, dann dauert das eh wieder 5 Minuten oder so. Ein bisschen länger, alleine schon 3 Jahre, bis der die Karte oben hat. Ja, ist so. Ah ja, das kommt ja noch dazu. Beides. Hui. So. Ja, genau. Kopfschmerzen. Ist so. So, eine Insignie erhalten. Wuhu. Und runtergefallen. So, jetzt speichern wir hier erstmal unser Spiel. Und machen erstmal eine Pause für diesen Moment. Und für heute. Nimmst du nicht noch mehr auf? Nee, für heute, für alle, meine Zuschauer. Ach so, ich wollte schon sagen, ja. Ist doch klar. Klar. Nee, ich werde nachher noch genug machen, wahrscheinlich. Ja, 3 Parts nur machen. Ich brauche mindestens noch genug Content. Es kommt bald Smash. Du ja, darfst ich will auch noch aufnehmen. Ja, kannst du doch. Ist doch schön für dich. Ja, aber wir haben sie schon. Na und? Ist doch Wayne. 2. Zeit genug. Stimmt, Leute, lasst euch von unserem Gequatsche nicht verwirren. Morgens Wochenende. Hier ist der Part zu Ende. Ich bedanke mich dafür, dass ihr wieder dabei wart, Kommentare hinterlassen habt, was auch immer ihr macht. Ihr seid einfach die epischsten, ohne Scheiß. Ihr seid wenige, aber ihr seid die coolsten. Ihr seid die Pet Army. Ja, genau, ihr seid die Pet Army. Das wäre aber geklaut von LeFloid, also mache ich das nicht. Hey, es gibt auch noch Aika Army. Es gibt eigentlich, jeder hat eine Army. Du irgendwie. Bist eine Army. Ich habe keine Army. Ich bin auch kein Krieger. Ich bin Mario. Scheiß Klempner. Ich bin Klempner, genau. Wir sind die Rohrreinigung. Wir sind C-Mac. Du bist ein italienischer Klempner, der sich nur Pasta reinknallt. Genau. Wir sind die Familie C-Mac. Ruckzuck Rohrreinigung. Ja, wolltest du den Part nicht fest? Der hat Überlänge. Ich komm nicht dazu. Nee, der hat keine Überlänge. Ich weiß. Der hat eigentlich Unterlänge. Ich muss gucken, ob ich die anderen Parts passend dazu schneide. Ach, das passt ja mit Logart im ersten Part ja sowieso ganz gut. Ja, ja. Das ist gut, ey. Ja, dann können wir noch ein bisschen quatschen. Die Leute laden sich eh schon darüber kaputt. Bacon quatschen. Nee, ich quatsche jetzt nicht mehr. Ist das nicht Bacon wie? Hier ist ja erstmal der Part zu Ende. Cool, dass ihr eingeschaltet habt. Man sieht sich dann wahrscheinlich... Morgen. Wie ihr mich kennt, morgen. Immer. Mhm. Na gut. Selbe Stelle, selbe Welle, oder wie war das? Selbe Welle, selbe Stelle, selbe... Wo war das da? Ich weiß das noch. Hier sind wir wieder. Morgen wieder. Bla, gleiche Welle, gleiche Stelle. Oder? Oh. Ich weiß nicht mehr, wo das herkam. Wir müssen das nachher mal nachgucken. Ich habe vergessen, wo das war. Ach gut, Leute, hört auf, uns zuzuhören. Ihr könnt es auch gerne in die Kommis schreiben. Ja, genau. Wenn ihr es wisst, rein in die Kommis. Und sonst, ich mache jetzt hier einen Cut. Bis morgen, Leute. Macht's gut. Ciao. Tschüss. So. Gay. Okay.